ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Wenn von Scheckbuchdiplomatie die Rede ist, dann sind meist internationale Deals zwischen Staaten gemeint, etwa mit den Partnern in der EU. Dass Horst Seehofer diese Art von Politik auch als probates Mittel für inländische Verhandlungen sieht, das hat Bayerns Ministerpräsident nun im Bundesrat bewiesen, beim Thema Autobahnmaut. Denn die kommt. Gut, EU-Klagen könnten sie noch aufhalten, aber in Deutschland ist sie durch. Auch die Länderkammer hat nun zugestimmt, 2019 soll es soweit sein, aber deutsche Autofahrer nicht belasten, weil sie die Kosten über die Kfz-Steuer wiederbekommen. Die Maut ist ein Prestigeprojekt der CSU und dafür hat deren Chef offenbar klammeren Bundesländern gedroht. Man könnte es auch Erpressung nennen. Marie-Christine Böse. Am Morgen bahnt sich im Bundesrat ein Krimi an. Es geht um die Maut. Die Länder können sie zwar nicht stoppen, manche aber wollen nachverhandeln im Vermittlungsausschuss wie Rheinland-Pfalz. Die Mehrheit dafür schien zu stehen bis heute Nacht. Wir machen jetzt erstmal eine Probeabstimmung und dann wird der Bundesrat tagen und dann wird man sehen, wie es ausgeht mit der Maut. Es ist sein Projekt, die Anspannung spürbar. Im Bund stimmte die SPD der Maut zähneknirschend zu. Was aber machen die Länder? Ich bin selber gespannt, aber die Argumente liegen auf dem Tisch. Und die lauten so. Die Maut bringe gut 500 Millionen jährlich, sei gerecht, EU-rechtskonform. CSU-Chef Seehofer will sie. Andere grenznahe Länder aber fürchten um Wirtschaft und Tourismus. Sie forderten Ausnahmen. Doch Dobrindt ließ sie zuletzt abblitzen. Jetzt könnten die Mautgegner zurückschlagen. Es kommt auf jeden an. Eine Zitterpartie. Wir kommen zur Abstimmung. Das ist eine Minderheit. Ernüchterung, als gewiss wird, ausgerechnet Thüringen, rot-rot-grün regiert, hilft der Maut über die Hürde. Allerdings nicht, weil sie plötzlich zu Freunden der Maut wurden. Bayern, wird klar, hatte in der Nacht die Daumenschrauben angelegt. Nachdem es gestern Abend mal so aussah, als könnte das nicht klappen, wird man natürlich tätig. Wie das jetzt alles gelaufen ist in den letzten Stunden, das werde ich mal später in einem Buch niederlegen, aber nicht heute. Auf sein Buch muss keiner warten. Bayern sickert durch, habe gedroht, den ausgehandelten Kompromiss beim Länderfinanzausgleich platzen zu lassen. Thüringen würde das Geld kosten. Es ist zumindest eine nicht unrealistische Gefahr gewesen, dass wir in einem Vermittlungsausschuss bei den Bund-Länder-Finanzverhandlungen federn lassen müssen, was für uns ein Problem gewesen wäre. Ende der Geschichte? Von wegen. Österreich will vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Maut klagen, weil sie diskriminierend sei. Es zahlen ausschließlich am Ende Ausländerinnen und Ausländer diese Maut. Das widerspricht meines Erachtens ganz massiv gegen europäisches Recht. Nächste Station seiner Maut, Gerichtssaal, Ausgang offen. Noch ist nicht ganz klar, was der türkische Geheimdienst mit bezwecken wollte, als er Anfang des Jahres dem Bundesnachrichtendienst BND eine Liste übergab mit Namen und Einrichtungen, die hierzulande der Gülen-Bewegung nahestehen sollen. Klar ist aber, der MIT nimmt die Gülen-Bewegung auch hier in Deutschland ins Visier. Die türkische Regierung wirft ihr ja vor, für den Putschversuch 2016 verantwortlich zu sein und hoffte offenbar auf Amtshilfe vom BND. Der wiederum hielt es offenbar nicht für nötig, Details über diese ausländischen Spionageabsichten an die Bundesregierung weiterzuleiten. Julia Kritian berichtet. Im Sommer wird Hakan Çaka seine Schule ein letztes Mal abschließen. Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei hat die privat betriebene Bildungseinrichtung in Ludwigsburg einen Großteil ihrer Schüler verloren. Neuanmeldungen gibt es kaum. Çaka formuliert sehr vorsichtig: Wir haben einen großen Wert gelegt, dass im Schulhaus das Neutralitätsgebot gilt und soll auch weiterhin gelten. Der Schulträger hat eine Gülen-Nähe. Eltern deuten an, Erdogan-Anhänger hätten Druck gemacht. Spätestens seit Februar ist zudem klar, der türkische Geheimdienst MIT observiert auch hierzulande Gülen-Anhänger. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz übergab der Chef des MIT dem Leiter des Bundesnachrichtendienstes eine Liste mit mehr als 300 Namen und Organisationen, darunter auch Kitas und eben Schulen.
BND-Chef Kahl leitete die Liste an den Verfassungsschutz, der ans BKA und an die Landespolizei. Nur die Bundesregierung wurde offensichtlich von niemandem im Detail informiert. Ich habe vor einigen Tagen aus der Presse davon erfahren, aber das Ministerium hatte zumindest Kenntnis darüber, dass es eine solche Liste gibt. Aber wir kennen die Liste nicht, auch bis heute nicht. Chancen gab es genug. Erst diesen Mittwoch tagte der Bundessicherheitsrat. Die Kanzlerin und ihre wichtigsten Minister sprachen auch über die Türkei. Mit am Tisch BND-Chef Kahl. Der aber verlor kein Wort darüber, dass die Dienste auf der Liste nach 7 Wochen auch den Namen der SPD-Bundestagsabgeordneten Michel Müntefering entdeckt haben. Der Name Müntefering in der Politik, den sollte also auch ein einfacher Mitarbeiter beim Bundesnachrichtendienst kennen und dann entsprechende Schritte einleiten. Spätestens das hätte ein Alarmsignal sein müssen und dort hätte der BND sofort reagieren müssen und natürlich neben dem Bundestag auch das Kanzleramt unterrichten sollen. Merkwürdig ist, an jenem Mittwoch vor 2 Tagen wurden wenigstens Hahn und die anderen Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums über den Fall Müntefering informiert. Am meisten ärgert die Opposition, dass auch die betroffenen angeblichen Gülen-Anhänger spät gewarnt wurden, derzeit vielleicht nicht in die Türkei zu reisen. Schlechte Kommunikation? Mangelndes Gespür, die Dienste, so ist zu hören, seien zerknirscht, die Kanzlerin verärgert. Dem NATO-Mitgliedsland Türkei stattete US-Außenminister Tillerson gestern einen Besuch ab. Heute war er im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. Bei seinem Besuch verlangte Tillerson konkrete Pläne von den Bündnispartnern, wie diese ihre Verteidigungsausgaben erhöhen wollen. Bundesaußenminister Gabriel sagte, der Sicherheitsbegriff solle nicht auf Militärausgaben reduziert werden, sondern auch Ausgaben für humanitäre Hilfe einbeziehen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, es sei möglich, beide Bereiche stärker zu unterstützen. Es ist immer gut zu wissen, wie man sich verständlich machen kann. Kleine Mikrofonkunde daher heute für Rex Tillerson bei seinem ersten Besuch bei der NATO. Doch auch ohne Lautsprecher waren die Forderungen des US-Außenministers schon deutlich. Die Europäer müssten mehr für Verteidigung ausgeben und sollen der NATO bis Jahresende einen detaillierten Plan dazu senden. Es geht nicht darum, den USA eine Freude zu machen, sagt der NATO-Generalsekretär. Es geht um mehr Investitionen in die europäische Sicherheit. Doch in Brüssel lief heute auch noch ein anderer NATO-Neuling auf. Und der ging gleich auf Konfrontationskurs zu den USA. Außenminister Sigmar Gabriel erklärte bei seinem ersten Besuch, 2% hieße für Deutschland 70 Milliarden Euro pro Jahr für Verteidigung auszugeben. Das sei unrealistisch und nicht wünschenswert. Ich habe mal etwas spöttisch gesagt, ich weiß gar nicht, wo wir die ganzen Flugzeugträger hinstellen sollen, die wir kaufen müssten, um 70 Milliarden Euro pro Jahr in die Bundeswehr zu investieren. Konkrete Hinweise dazu gibt es aber vielleicht schon im Mai. Dann kommt Donald Trump nach Brüssel und auch die Kanzlerin zum NATO-Gipfel. Die FDP hat den Entwurf für ein Wahlprogramm vorgestellt, mit dem sie die Rückkehr in den Bundestag schaffen will. Im Mittelpunkt stehen Steuersenkungen. In den nächsten 4 Jahren sollen die Bürger um 30 Milliarden Euro entlastet werden. Außerdem will die FDP mehr Geld in Bildung und in die NATO stecken. Parteichef Lindner will sich nicht auf eine Koalition nach der Wahl festlegen. Die Ärzte des früheren Fußballprofis Ivan Klasnic sind vor dem Landgericht Bremen zur Zahlung von 100.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Der ehemalige Stürmer von Werder Bremen musste sich 2007 2 Nierentransplantationen unterziehen. Die Eingriffe hätten nach Ansicht der Richter verhindert werden können, wenn seine damaligen Ärzte auf die auffälligen Nierenwerte des Spielers reagiert hätten. Zum ersten Mal in der Raumfahrtgeschichte ist eine wiederverwertbare Antriebsrakete ins All geschickt worden. Nach dem erfolgreichen Start brachte die Falcon 9 zunächst einen Satelliten in die Umlaufbahn. Anschließend landete sie sicher auf einer Plattform im Atlantik. Das private US-Unternehmen SpaceX plant für dieses Jahr noch 6 weitere solcher Missionen. Für 2018 sind zudem Mondumrundungen für zahlungskräftige Kunden angekündigt. In Venezuela hat vergangene Nacht eine Entmachtung stattgefunden. Allerdings wurde dabei nicht der Regierungschef verjagt, sondern, wenn man so will, die Demokratie. Die besorgten Nachbarstaaten sprechen von einem Selbstputsch des venezuelanischen Präsidenten Maduro. Denn das offenbar Maduro-hörige oberste Gericht Venezuelas hat das Parlament abgesetzt, also die demokratisch gewählte Volksvertretung, in der es eine Mehrheit gegen den Präsidenten gab.
Und auf den Straßen protestiert jetzt das Volk. Denn die Menschen leiden. Trotz der reichen Ölvorkommen fehlt es an Lebensmitteln und Medikamenten. Keine Frage, etwas läuft gnadenlos falsch in Venezuela, berichtet Matthias Ebert. Blockierte Straßen in Venezuelas Hauptstadt Caracas. Wütende Anwohner protestieren, unter ihnen auch oppositionelle Abgeordnete des gerade entmachteten Parlaments. Das war kein klassischer Staatsstreich mit Panzern auf den Straßen wie sonst in Lateinamerika. Nein, das war ein moderner Staatsstreich. Regierung und oberster Gerichtshof haben das Parlament einfach dicht gemacht. Die Parlamentarier jetzt ohne Sitzungssaal, die meisten Gegner von Präsident Nicolas Maduro. Im Namen der Volksvertreter sage ich, was wir Abgeordneten von dieser Entscheidung des obersten Gerichtshofs halten. Die schriftliche Verkündung gehöre auf den Müll. Auch die Generalstaatsanwältin Venezuelas, bislang loyal zur Regierung, verurteilt die Entmachtung scharf. Offenbar gibt es Risse im Lager des Präsidenten. Der weist die Kritik zurück und bestreitet, dass es sich um einen Staatsstreich handelt. Formale Gründe hätten zu der Entmachtung geführt. Venezuela steckt in einer Wirtschaftskrise. Die Ölförderung, das Rückgrat der Wirtschaft, sinkt. Die Anlagen sind marode, Lebensmittel und Medikamente Mangelware. Dazu verliert die Währung rasant an Wert. Auf all das reagiert der Staat mit harter Hand. In Venezuela herrscht ein Klima der Medienzensur. Außerdem besteht die akute Gefahr, dass Politiker der Opposition dauerhaft mundtot gemacht werden, auch Oppositionsführer Enrique Capriles. Maduro-Gegner Capriles fordert nun, nicht zum ersten Mal, einen Putsch des Militärs. Wie lange schaut das Militär diesem Treiben zu? Wie lange halten sie zu einer Regierung, die die Verfassung missachtet? Bislang steht das Militär hinter Maduro. Gleichzeitig spitzt sich die politische und wirtschaftliche Krise immer mehr zu. Der heutige Tag war schon kaum zu toppen. Und welche Aussichten stehen uns dann fürs Wochenende an, Carsten Schwanke? Ja, zumindest morgen früh beginnt das Wochenende für die meisten von uns noch immer recht freundlich mit viel Sonnenschein. Und deshalb lohnt sich jetzt aktuell, genau ja, verbreitet in Deutschland, wo es leicht bewölkt ist, einen Blick zum Abendhimmel. Denn dort kann man jetzt schon sehr schön die Mondsichel sehen. Und das ist der Ostermond, der in genau 11 Tagen zum Vollmond ausgewachsen sein wird. Und dann kommt ja danach auch das Osterfest. Also den kann man jetzt verbreitet sehen. Eine Ausnahme, es ist der äußerste Westen und Nordwesten Deutschlands. Denn dort gibt es jetzt aktuell schon Gewitter und Regenschauer. Und die werden sich hier im Verlauf der nächsten Nachtstunden noch ein bisschen weiter nach Osten bewegen. Ansonsten passiert in der Nacht nichts. Und oftmals bleibt es sogar leicht bewölkt oder sternenklar bis zum frühen Morgen. Und dadurch gehen die Temperaturen relativ weit zurück. Bei Aufklaren auf einstellige 3 bis 9 Grad. Unter den Wolken sind es 10 bis 13 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann fast mit der ähnlichen Wettersituation. Das heißt, im Westen und Nordwesten ist es stärker bewölkt. Im Verlauf des Vormittags gibt es dann hier erneut erste, aber nur leichte Regenschauer, während wir in der gesamten Osthälfte und im Südosten einen sehr sonnigen Start in den Tag haben. Allerdings entwickelt sich genau an dieser Grenze der Luftmassen zwischen dem sonnigen und warmen Wetter im Osten und dem eher bewölkten Wetter im Westen. Das heißt, quer durch die Mitte Deutschlands morgen Nachmittag hier eine Zone, in der es Regenschauer und Gewitter geben kann. Die Temperaturen unterscheiden sich entsprechend. Morgen wird es noch einmal sommerlich warm, allerdings dann eben nur noch im äußersten Osten mit bis zu 25 Grad, so zwischen Berlin und Dresden. Ansonsten sind es Temperaturen um rund 20 Grad und im Westen sogar nur noch 15 bis 17 Grad. Der Wind weht dazu hier im Westen aus südwestlicher Richtung. Im Osten, wo es wärmer ist, kommt er aus südöstlicher Richtung. Zu den weiteren Aussichten. Die 25 Grad wird es auch am Sonntag nirgends mehr geben. Nicht mal mehr die 20 Grad. 15 bis 19 sind es. Und am Sonntag sowie zu Wochenbeginn konzentrieren sich die Regenschauer und Gewitter eher auf die Südosthälfte. Nach Nordwesten hin bleibt es etwas freundlicher und auch trocken. Ganz kurz zum Schluss noch den Trend. Dann sehen wir, dass es in der nächsten Woche deutlich kühler wird. Hier kommt das Aprilwetter zu uns. Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese Aussichten. Und das war's von uns. Hier folgt jetzt der Polizeiruf 110. Und um kurz vor 1 hat Anna Planken im Nachtmagazin noch mal den neuesten Stand der Dinge. Von uns gibt's ihn dann morgen Abend wieder. Bis dahin, kommen Sie gut ins Wochenende. Tschüss.